Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Seven Days to Die aus der Alpha 21. Wir werden heute wieder einen Trader Joel Tag machen, hatte ich grob angekündigt. Ich freue mich auch, dass ich es mal schaffe, mich an Pläne zu halten. Ich werde jetzt aber noch mal kurz versuchen, irgendwie Platz zu schaffen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine 5er Machete. Das ist ja ein ganz tolles Ding, aber ich glaube tatsächlich, dass ich die besten Gewissens verkaufen kann. Die kann ich auch verkaufen. Also ich mache jetzt mal kurz ein bisschen Platz hier. So, hier, komm. Die ganzen Waffenkomponenten, die nimmt der Händler auch immer ganz gern. Das habe ich hier. Perception, nö, danke. Die AK würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Einfach aus dem Grund, sie ist eine 6er. Wenn ich da Mods reinpacke, steigt die so dermaßen im Wert, dass es absolut Verschwendung wäre, die nicht mit nach Hause zu nehmen. Haha. Stellt ihr euch gerade alle in eine Reihe? Ist ja geil. Guter Start. Eine Reihe. Oh, ich mag das. Oh, sowas mag ich. So. 2er Militärstiefel verkaufe ich auch mal hier an Ort und Stelle. So, Medizinkram nehme ich mit. Verkaufen. Verkaufen. Behalten. Mods nehme ich auch mit. Einfach nur. Wie sagen Sie mal? Modify. So, jetzt ist die Machete einfach schon 1600 wert. Ich repariere sie mal. 2200, ey. Ich fass es nicht. Das ist schon geil. So, hier. Was können wir noch gut verkaufen? Ich glaube, das war's schon mit denen, die, was ich wirklich gut verkaufen kann. Gut, ich kann die Schrotflinten hier Ammo loswerden. Das wäre nicht schlecht. Magnum kann ich verkaufen. Bisschen 9mm. Die würde ich lieber behalten, tatsächlich. Obwohl, der Händler nimmt's, passt schon. E-Gain plus 20%. Ich glaube, das trinke ich gleich mal. Essen und Trinken bin ich aber auch voll. Aber gut, das ist ja auch nicht für Bedürfnisbefriedigung gedacht. So, hier habe ich nochmal 17. So. Dann lass uns da mal Geld rausschlagen. Wenn ich einmal aus Experimentierfreude mal testen, wie viel EP ich fürs Verkaufen kriege. Ich glaube tatsächlich, es richtet sich nach dem Geld, was man bekommt. Ich werde jetzt mal 10 Stück brauchst du. So, ich krieg dann jetzt 2 Geld dafür. Und 2 EP. Wenn ich das jetzt mit 3 machen, kriege ich 6 Geld und 8 EP. Okay, es steigt ein wenig. Dann werde ich jetzt mal trinken. Gluck, 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 gluck. So, warte, das war ja ein bisschen doof. So, das hat vorher 2 EP gegeben und jetzt 3. Ja, gut. Tatsächlich, es steigt auch beim Verkauf. Also, das ist gutes Zeug, die EP. So, dann schlagen wir mal richtig EP jetzt hier raus. Oi. So habe ich das doch gerne. So, jetzt hast du was Sinnvolles im Angebot? Wahrscheinlich nicht, oder? Eigentlich schon. Ah, ich hatte da schon was Sinnvolles im Angebot. Ist okay. Peace
Best. Tier 2, Cleared Zombies. Oh, aber hier, die ist näher dran. Fetch und ja, aber okay. Mason's Barn. So, erstmal. Mason. Gut. Quest wechseln. Hey, ich kann eine AK-Stufe 4 jetzt herstellen selber. Oh, wo hab ich geparkt? Da. Gut, also. Jetzt habe ich das EP-Trinkchen ja jetzt genommen, hat Platz gespart. Und gut EP beschaffen, also passt das. So, spawnen wir das. Ich hoffe, dass wir heute wieder so 2 bis 3 Quests schaffen. Es ist noch recht früh, wenn wir uns beeilen, sollte das gehen. Lass das Moped da jetzt mal stehen. Ach komm. Haben ein paar extra Zombies. So, ich soll aufräumen und was mitnehmen. Und sieht hier nichts zwischen? Niemand? Ach doch, da. So. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr nicht zu dem Gebäude gehört. Ihr wart fremd. Na egal. So, ich gehe komplett selbstsicher und von mir überzeugt hier rein. Ah! Und das ohne Vitamine. Habe ich Halbi gerade den Arm abgeschlagen, ohne dass er daran gestorben ist? Eine Hand! Wow. Reinlassen hier. Ja, erstmal die wichtigen Sachen. Den Loot, den wir brauchen. Und den Loot, den ich will. So. Den ich will. Na gut, den will ich nicht, aber passt schon. Das ist noch. Honig? Das ist sehr in Ordnung. Okay. Das ist auch sehr in Ordnung. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob ich noch Essen und Trinken da habe. Ich weiß, ich habe mich jetzt nochmal satt gegessen gehabt nach der letzten Folge. Und getrunken. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob ich jetzt noch was habe. Ach, hier ist Bob. Gut. Scrap, Scrap, weg. Quest erledigt? Wow. Der Moment, wo ich mich überbezahlt fühle. Das ist in Ordnung. So. Abgeben. So, mein Tagesziel von 3 Quests bin ich ja schon mal einen näher. Wenn es nur 2 wären, bin ich nicht böse drum. Wenn es mehr wären, wäre es geil. Nehmen wir mal einen anderen Eingang. Nicht, dass es langweilig wird, dass ich immer durch dieselbe Tür gehe. Habe ich einen Skillpunkt über? Ja, konnte ich jetzt. Wollte ich nicht mal das Springen hoch machen? Ja, klar, komm. Ich bin gerade so ein, das wird schon vor ein paar Folgen mehr machen. Ah, danke, jetzt kann ich schon fast fliegen. Das macht die ganze Situation natürlich noch einfacher. Was gibt mehr Geld? 378? Von mir. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön.
Bitteschön. Safe travels. Best. I have a task for... Well, all right. 137 Meter, let's nur abholen. Schaffe ich ja fast zu Fuß. Da hinten. Ja. Komm, ich hüpfe über den Zaun. Für einen epischen Auftritt hier. Superheldenlandung. Ernstes Thema. Zombie-Apokalypse. Hier wird kein Spaß gehabt. Was seid ihr denn für Wichser? Entschuldigung. So was sagt man ja nicht. Oh, Alter! Okay. Hopfen. Die nehme ich mit. Schön mit der Axt. Ich helle mir meine Hopfenpflanzen. Ich brauch das Zeug nicht mehr, aber ich nehm's halt gerne. Hast du einen Briefkasten eigentlich? Apropos Briefkasten. Ich hatte einen Kommentar von Dani Mai. Sie hat gefragt, welchen Sinn es macht, dass ich die Loot-Dinger kaputt mache. Ich glaube, du meinst damit die Briefkästen. Ich habe jetzt auch eben gerade vor, aus meiner Sicht, irgendwie so 13 Minuten drauf geantwortet in etwa. Das ist bei mir einfach einmal kurz für alle, falls das noch andere Leute interessiert, die vielleicht nicht in den Kommentaren rumschwören. Erstmal Vitamine. Ich habe nicht mehr so viele Erste-Hilfe-Verbände. Also, erst doch. Oh. Wow, habe ich viele Erste-Hilfe-Kits. Naja, gut, komm. Einfach, ich habe bei mir den Ludwig-Spawn ja ausgeschaltet. Das heißt, bei mir kommen definitiv keine neuen Items da wieder rein. Das habe ich erst recht spät dran gedacht, einzuschalten, beziehungsweise abzuschalten jetzt hier in dem Spielstand. Ich soll hier nur abholen, ne? Moment. Machen wir mal auf die Cheater-Variante. Yep. Oh. Mann, gut, dass ich Vitamine genommen habe, ne? Ihr hättet euch ja ruhig schon mal bemerkbar machen können. Als ich reingekommen bin. Oh, der Speer geht eigentlich sogar ab. Sogar mit den leichten Angriffen, die ich da. Und dadurch, dass bei mir halt keine Sachen respawnen können, wie gesagt, da gibt es recht wenig Sinn, sie stehen zu lassen. Nein, auch nicht. Das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man Sachen stehen lässt. Aber ich neige dazu, in den Briefkasten sie mich zu freuen. Und es war doch immer wieder eine Enttäuschung, wenn ich mich über einen leeren Briefkasten gefreut habe. Und deswegen hatte ich für mich entschieden, ich mache diese Dinge einfach weg. Cool. Knife Guy. Das ist halt nicht doch alles. Es ist einfach nur für mich persönlich, damit ich mich nicht ständig über irgendwelche Briefkästen freue, wo ich schon mal war. Also letztendlich bin ich auch schon fertig mit dem Quest, aber den Endloot würde ich ja gerne noch mitnehmen. Man weiß ja nie. Wo ist denn der Endloot? Moin. Hi. Hier nicht? Da wäre es jetzt vom Vorteil, wenn man den Weg... Ach, hier ist der Eingang. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Ja gut, das ist natürlich... So, ich würde jetzt einen Schnelldurchlauf hier durch. Und den Endloot finden. Da. Treppe runter. Wahrscheinlich im Keller oder irgendwie so ein Spaß. Nett. Oh, hier, Trash, komm.
Gib ihr Büchers. Naja, ist okay. Hier, hier, hier. Ich spüre das schon endlich. Hi! Huch. Ja, ich hätte gerne diesen verdammten Schmelztiegel langsam mal. Ja. Ah, Endlok, danke. Boah, die kann man verkaufen. Gutes Visier. Ah ja, sehr schön. Die Heike, Traps, das ist okay. Ja gut, das war nicht okay. Da hätte ich nicht mehr hin müssen. Na egal. Hi. Da parke ich da. Gut, zweite Quest erledigt. Der Kopf interessiert mich doch leider sehr. Das ist schon ein vollkommen übertriebener Sechser-Speer, oder? Die ich auf Wunsch mich einfach mal so gefunden habe. Naja, warum nicht? Guten Tag. Ich habe Ihre nächste nervenaufreibende Quest erledigt. Whatever you need, just say the word. Gibt es am meisten Geld. Inventory. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Weg. Verkaufen. Weg. Weg. Ja, wird schon, wird schon. Es wird immer weniger. Hast du schon wieder neue Sachen im Angebot? Nee, ne? Hatte ja schon mehrfach das Gefühl, dass die Angebote schon anpassen, wenn man Quests für sie macht. So. Vier Zombies. Luigi's Pizza! Das gefällt mir. Ich erinnere mich noch an den großen Koop-Stream, den wir mal hatten, wo wir durch die Race-Dance gegangen und dem Schild nach Luigi's Pizza gefolgt sind. Und jetzt geht's zu Luigi's Pizza. Okay. Du weißt mal, wo gefühlt das Schild mal war. Hatte schon wieder nur bei 58% Haltbarkeit. Wow. Okay, sind sie noch da? Ich habe wohl Windows on gehört. Ihr seid noch da. Und go! Nette Empore zum Essen? Kann das sein? Oh! Komm hoch! Noch mehr! Lass mich doch jetzt mal hier arbeiten. Warum bist du so hässlich beleuchtet? Hä? 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 Wartefrühstück gehabt, oder was? So. Ja,
könnte vorsichtiger werden. Es ist zwar nur eine Stufe 2 Quest, aber die grünen Zombies sind trotzdem ekelhaft grüne Zombies. Wow, ich habe jetzt Steine mit. Wow. Erst noch mal ein bisschen was. Gewehrbücher und Fallenbücher. Sehr schön. Ja, komm. Benutzen wir doch gleich mal. Ein bisschen die Heilung nicht außer Auge verlassen. Ach, irgendwie ist mir gerade der gesamte Satz. Das ist sowieso ein Sprichwort. Deswegen musste ich raus, weil es hier nicht weiter geht. Das ist okay. Düdüdüdüd. Ampel ist in the house. Oh, noch Bücher. Okay, das finde ich schon mal gut. So, ich soll euch umbringen. Das ist noch ein anderes Treppenhaus, oder? Ja. Aha. In der Dusche. Gut. Arm nach unten. Oh, warte mal. War da nicht eben noch ein Bücherregal, dass ich jetzt einfach, was ich gesehen habe und dann vorbeigelaufen bin? Ja, hier. Aber gar nicht. Ich bin da runtergesprungen zum Bücherregal, bin jetzt runtergesprungen und habe kein Bücherregal mitgenommen. Irgendwie. Endloot schon mal. Tag. Ja, mach mal auf. Okay, ich gebe zu, der letzte hat mich jetzt einfach ein bisschen erschrocken. Auf welcher Strecke noch gar keinen so großen Grundstück gab. Crap. Gut. Weg, weg, weg. Alles mit. Perfekt. Jetzt ist das größere Problem tatsächlich, für die dritte Quest das Inventar aufgeräumt zu halten. Wir würden jetzt die dritte schaffen, wir auf jeden Fall noch. Das ist erstmal das Gute.
Guck mal, da ist ein Briefkasten. Ich freue mich gerade drauf. Jau! Und das wäre eine pure Enttäuschung. Und ich habe ihn stehen lassen, wenn er leer wäre. Und das Gefühl mag ich nicht. Oh, Forge ahead, Forge ahead. Nicht Auto, Forge ahead. Oh, und wieder zurück zum Händler. Was kriege ich denn? Da noch drauf gestapelt. Einiges. So, dann würde ich diese AK vielleicht sogar schon mal mit ein paar Sachen vollstopfen. Steigt sie nämlich nochmal gut im Wert. Aus 900 ist sie jetzt schon. Und da packe ich dann halt noch mehr Mods rein. Bald es mir die Möglichkeit gibt dazu. Ich hätte gern Forge Ahead Bücher. Hast du welche für mich jetzt so als Bestbelohnung? Vielleicht hat das. Nice. So. So, ein bisschen Platz geschaffen. Hier hast du noch ein Bier. Die brauche ich nicht. Gut, gucken wir mal in die Crafting Skills. Ein Forger Head bei. Schade. Wer ist? 392 Meter. Post Office. Brauche ich geparkt, ja. Da gibt's ja vielleicht ein paar Briefkästen. Bücher hin drin. Und mit ganz viel Glück können wir sogar die letzte Quest auch noch machen. Wenn ich mich jetzt einfach mal ein bisschen beeile, schaffen wir vielleicht sogar noch eine vierte Quest. Das gefällt mir. Und dann haben wir spätestens, glaube ich, am nächsten Tag, wo wir mal uns mit Trader Joel beschäftigen, Stufe 3 für ihn freigeschaltet. Und ab Stufe 4 wird es, glaube ich, richtig interessant mit ihm. Weil er wohnt halt in der Nähe der ganzen geilen Locations. Das ist so... Leider Fakt. Warte, ich guck mal kurz rein. Sicher. Jo. Wie wird ich eiskalt doppelt? Okay, das war nur der. Den loot ich auch doppelt. Einfach was kann. So viel dann zu. Ich beeile mich. Gibt so weiter schon da. Ist zu meinem Moped mal in Ruhe. So, wir sollen nur abholen. Hallo. Nur Papier? Ah, ist das nicht schön. So viel zu viel. Ein paar hundert Geld, das ist...
So, ich soll auch nur abholen. Ich soll jetzt hier gar nicht so viel töten. Das heißt, wir können relativ gut durchlaufen. Je nachdem, wie gut sich hier durchlaufen lässt. Wir gucken tun wir ja trotzdem noch. Soll das eine Falle sein oder was? Zeig dir mal, was eine Falle ist. Speer am Kopf ist eine Falle. Ja, ich gebe zu, ihr seid vielleicht wieder überzeugt. Oh, das ist sogar der Endloot hier. Och. Wie nett. Ließ sich wohl ganz gut durchlaufen. Okay, wir haben's. Ich noch mal hoch. Oh, das war gut. Ach. Wolltet ihr mich auch noch verarschen mit der Falle? Ha? Das ist nicht nett von euch. Egal. Ja! Nice Call, wir machen die letzte Quest noch. Die hole ich mir noch ab. Ich glaube nicht, dass wir sie noch. Oh, was war das? Oh, jetzt ist es hier gerade ganz komisch angefühlt beim Lenken. Oh. Frames, wo seid ihr? Es kippt, das Bild kippt gerade ab und zu. Hä? Start das gleich mal neu. Wenn ich nur ein Motorrad habe, kann ich damit noch leben bis zum Ende der Aufnahme? Sonst nicht so. Es scheint nur ein Motorrad zu sein. Okay. Welcome, sir. Here is your reward. I owe you one. Ach komm, ich nehme Stahl. Inventory, ich habe da was für dich. Ich habe einen Kuchen gefunden. Hier, komm, nimm auch gleich mein ganzes Geld. Dann haben wir das erledigt. Much obliged, so, letzte Quest bitte. I have a task. Well, all right, letzte Zweier-Quest. Ich kann ja noch ein paar. Könnt ihr noch Einser-Quests machen, aber. Das ergibt ja nicht so viel Sinn. Wieder auf dem Moped. Ah. Irgendwann muss ich das Moped mal reparieren. Jetzt komme ich nicht mehr drum rum. 36% ist doch ein bisschen wenig. So, da ich die Quest ja heute eh nicht mehr abgeben kann, kann ich auch nochmal die Briefkästen zelebrieren. Fortset! Eins noch! Eines noch! Achso. Eins noch. Von unserem selbst hergestellten Stahl trennt uns nur noch ein Forger-Headbuch. Ja gut, auf einen Haufen Eisen, aber das ist ja wieder eine andere Sache. Wir können ja mal ein bisschen meinen gehen. Ich wollte diese Woche sowieso. Jawohl!
Wir werden eine kleine Eisentour wohl machen. Was soll ich denn machen? Nur abholen, ne? Hallo? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, das war jetzt Messer und Gammelwasser. Das ist in Ordnung. Oh, ich soll meinen abholen, ist sogar auf der Etage hier. Fällt das doch noch abzugeben? Moment. Nein, oder? Oh Gott. Das muss ich jetzt herausfinden. Nicht so, ne? Ah, nein, 400 Meter. Wäre vielleicht machbar, aber nein. Lass uns hier nochmal entspannt Endblut holen. Und dann passt das schon. Rest geben wir dann anderen mal ab. Nettes Hören. Naja. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gleich eine Infektion kriege. Ja, was heißt, ich muss aufpassen? Ich habe ja genug, um mich zu heilen, aber... Ich würde es gern vermeiden. Ich habe nur einen von euch umgebracht. Das sind zu wenig EP für zwei. Aha. Das sind nur wieder andere von draußen. Dass ich da jetzt ohne Infektion rausgekommen bin. Das bringt dann mein Glück. Ach, hier ist Goschel Endlot. Bin ich nicht dabei?
Oh, jetzt habe ich sie gerade gegessen, hätte ich ihn draufstapeln können. Ich fasse es nicht. Ja. Hab dich auch lieb, Spiel. Das? Nee. Gut, aber wir machen Feierabend mit der Folge für heute. Ich glaube, ich werde hier noch mal ein bisschen doof rumlaufen und dann werden wir uns waschen. Ich kann das Auto jetzt machen. Ja, scheiß auf die Steine. Ich kann das Auto jetzt machen, das ist ja geil. Auto machen, herstellen, Stahl herstellen, paar Quests erledigt. Geil, erfolgreich heute. Und wir werden eine Mining-Tour wahrscheinlich noch machen, jetzt in dieser Ingame-Woche. Weil wir da jetzt endlich mal was anfangen können mit dem ganzen Kram. Das nehme ich auch noch mit. Ob du willst und nicht. Super. Dann. Achso, mir ist noch eingefallen. Es gab auch wegen dem Blutmond nochmal, wegen der vergessenen Nagelpistole, dass der trotzdem echt gut lief. Ist mir aufgefallen. Ich finde leider, wie gesagt, ein bisschen zu gut. Ich muss, was die Blutmonde angeht. Ja, gut, da werden wir das nächste Mal vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu verlieren. Da hinten wohne ich. Und doch beim Knast, dass ich da so mit der Armbrust so durchgerannt bin. Beziehungsweise, ich glaube, ich hätte auch recht wieder Scharfschützengewehr benutzt. Positives Feedback, dass das so geklappt hat. Danke dafür. Oh, Briefkästen. Hier sind überall noch welche. Oh. Oh. Nice. Komm, dann bleiben wir noch kurz dran hier, ne? Was willst du, hä? Huh? Einen habe ich hier hinten noch gesehen gehabt. Ja, da ist noch blauer. Auch habe ich schon. Krieg bestimmt wieder was ins Moped unter. Upp. Hast du mich gehört? 10 Meter vor dir mit einem Erdbohrer. Oh, hast du ein gutes Gehör. Super. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.